Sie sind die größte Pferderasse der Welt, haben den Beinamen Gentle Giants und entwickelten sich vom Ritterpferd bis hin zum Showpferd. Bei der Oaksetshire Show sind die sanften Riesen die Stars. Traditionell herausgeputzt stellen sich Pferde und Besitzer den kritischen Augen der Richter, die eigens für die Show im niedersächsischen Säulingen aus England angereist sind. Auch Anja Rappe hat die Faszination der Shire gepackt. Mittlerweile nennt sie drei ihr eigen und präsentiert ihre kleine Zucht bei der 5. Oaksetshire Show Publikum und Richtern. Das war schon immer so ein Kindheitstraum von mir, irgendwann einmal ein Pferd der größten Rasse der Welt selbst zu besitzen. Und diesen Kindheitstraum habe ich mir dann vor 2 Jahren, fast genau vor 2 Jahren, erfüllt, indem ich mir meinen ersten eigenen Shire gekauft habe. Das Exterieur eines Shire Horses ist einfach beeindruckend. Es ist groß, massiv, trotzdem sportlich elegant und kann trotzdem sehr grazil wirken. Obwohl der Shire Horse ja eigentlich zu den Kaltblütern gehört, sieht es doch ganz anders aus und bewegt sich auch ganz anders. Besonderheiten am Shire Horse, so vom Äußeren, also was einem als allererstes ins Auge fällt, sind natürlich der Fußbehang oder die Fußbehänge an allen 4 Beinen. Ein sehr üppiger, seidiger Behang, der normalerweise oder im optimalsten Fall 4-mal weiß ist, also an allen 4 Füßen weiß und im allerbesten Fall dann auch noch wirklich gleichmäßig hoch weiß. Was selbstverständlich auch sehr auffällig ist, ist natürlich ihre phänomenale Größe. Eine schöne breite Brust, und bei Shiren kann man ruhig sagen, also die dürfen einen dicken Popo haben, weil das ist auch so ein ganz großes Markenzeichen von denen, dass sie halt einen schönen, großen, runden, breiten Po haben. Also am Kopf ist es erlaubt bei den Shire Horses, dass die Kopfform auch leicht ramsköpfig sein darf, aber nur leicht gebogen. Die Nüstern sind relativ groß und stark ausgeprägt. Große, freundliche Augen auf jeden Fall. Der Hals beim Hengst natürlich sieht man das sehr, sehr stark. Also die haben wirklich einen extrem gebogenen, stark ausgeprägten Hals, sehr breiten Mähnenkamm, sehr gut bemuskelt. Bei den Stuten ist er natürlich nicht ganz so stark ausgeprägt, aber trotzdem schon sehr stark. Eine sehr große, also weite Gurtlage haben sie. Und auch die Diagonale von der Brust zum Widerrist, also die ist schon enorm lang. Shire Horses sind von Natur aus Spätentwickler, das heißt, sie wachsen sehr lange, ungefähr bis zum 7. Lebensjahr. Erst dann sind sie wirklich vollständig ausgewachsen. Also es ist gesünder für das Pferd, wenn es so ab 5 Jahren ungefähr erst angeritten wird. Im Durchschnitt würde ich sagen, sind die Shire Horses etwa so um die 1,78 bis 1,83. Es gibt immer ein paar ein bisschen kleiner und es gibt natürlich auch Ausnahmen, die weitaus größer sind. Also wir haben auch in Deutschland lebende Hengste, die um die 1,99 Meter sind vom Stockmaß her. Und das ist schon ein sehr beeindruckendes Bild, was sich dann da bietet. Ursprünglich ist das Shire Horse zu einem ganz bestimmten Zweck mal gezogen worden. Und zwar als Ritterpferd, weil diese Pferde die Fähigkeit haben, schwere Lasten zu tragen, aber trotz allem immer noch die Wendigkeit besitzen, sich dann auch entsprechend zu bewegen. Das Shire Horse hat dann im Laufe der Jahre natürlich diesen Zweck verloren, weil die Ritter gab es dann irgendwann nicht mehr, und hat seinen weiteren Einsatz vor allen Dingen in der körperlichen Arbeit gefunden, in der Landwirtschaft. Und das ist dann vor einigen Jahrzehnten so ein bisschen weggebrochen, und weil das Ganze industrialisiert wurde und natürlich weniger mit Pferd gearbeitet wird in der Landwirtschaft, sondern mehr mit Maschinen. Und die Rasse war dann auch kurz vorm Aussterben, und dank einiger ambitionierter Züchter in England und einiger Brauereien in England, die dieses Pferd dann als Markenzeichen gewählt haben, ist es gelungen, diese Rasse sozusagen zu retten. Also wir haben das hier auf der Landeszuchtschau Niedersachsen freigestellt, die Pferde traditionell einzuflechten. Diese Tradition kommt aus England, und zwar noch aus den Zeiten, als die Pferde wirklich tagtäglich mit schwerer körperlicher Arbeit beschäftigt wurden. Dass einmal im Jahr eine große Show gemacht wurde, um diese Pferde zu zeigen und zu repräsentieren. Und für diesen ganz besonderen Tag wurden sie natürlich auch ganz besonders herausgeputzt und geschmückt. Und die eingeflochtene Mähne hat 2 verschiedene Hintergründe. Und zwar kann man daran besonders gut die
obere Halslinie erkennen, wie der Hals gebogen ist und mit den kleinen Fähnchen, die dort oben eingeflochten werden, das Ganze auch nochmal entsprechend betonen. Und dass der Schweif so kurz eingeflochten wird, also wirklich ganz fest eingebunden und geflochten, hat den eigentlichen Hintergrund, dass man die Hinterhand richtig gut sehen und bewerten kann. Die Shire Horses werden nicht umsonst die Gentle Giants genannt, also die sanften Riesen. Sie haben ein sehr ausgeglichenes Gemüt, sind sehr beruhigend und ruhig eigentlich auch an sich, jedoch trotzdem keine Schlaftabletten. In keinster Weise bösartig oder extremst impulsiv, sondern wirklich ruhig, ausgeglichen, freundlich, aufgeschlossen und sehr menschenbezogen.